ihr Lieben, ich habe gedacht, wir machen heute einen ganz einfachen Mandelrührkuchen, Low Carb. Und ja, dann sage ich euch einfach mal, was wir brauchen. Ach so, den Ofen habe ich jetzt schon mal auf 170 Grad Ober- und Unterhitze eingestellt zum Vorheizen. Dann brauchen wir 40 Gramm Butter, die habe ich jetzt zimmerwarm. 90 Gramm Zucker, also ich sage immer Zucker, aber Xylit ist ja auch Zucker, also Zucker Light, Erythrit ist vielleicht besser zu sagen. Wenn ihr könnt es auch mit Stevia süßen, dann müsst ihr das einfach abschmecken, wie viel man dann daran gibt, weil Stevia ist ja so ja extrem, also da braucht man ja nur extrem wenig, um das Ganze zu versüßen. Dann brauchen wir 150 Gramm gemahlene Mandeln. Ihr könnt auch blanchierte nehmen. Ich habe jetzt mir Mandeln, ganze Mandeln gekauft und die gemahlen, damit wir einfach noch ein bisschen besser den Mandelgeschmack rausholen. Genau. Dann so anderthalb Teelöffel Backpulver, 80 Gramm Quark. Und um es noch mandeliger zu machen, könnt ihr entweder, wenn ihr es da habt, Mandelmus dran geben. Das habe ich jetzt nicht da. Deswegen gebe ich noch Mandelaroma ran. Und ich benutze jetzt, ich habe hin und her überlegt, aber ich habe mich jetzt am Ende dann doch für eine Kastenform entschieden. Es kann aber sein, dass ich meine Kastenform, oder das wird wahrscheinlich so sein, wieder ein bisschen verkleinern muss. Aber das seht ihr ja gleich. Jetzt rühren wir uns das erstmal ratzfatz zusammen. So, auf los geht's los. Die Eier sind schon drin. Dann kommt der Zucker mit dazu. Und ich gebe jetzt schon mal, wenn ich es aufbekomme, Bittermandelaroma dazu. Ist es leer? Ne, ist nicht leer. War auch nicht zu viel. Und das tun wir jetzt erstmal schön verrühren. Dann geht es weiter. Und zwar geben wir die Butter mit dazu. Und unseren Quark. Und das verrühren wir wieder. Und dann kommen unsere Mandeln an die Reihe und Backpulver. Ich mache da immer ordentlich viel dran, damit das Ganze schön aufgeht und das verrühren wir wieder. So, jetzt habe ich mir meine Kastenform wieder verkleinert, einfach ein Backpapier reingegeben. Und das hier hinten einfach ausgestopft mit Backpapier oder Alufolie. Jetzt bin ich wieder an die Kamera gestoßen. Nee, halt, ich komme von der anderen Seite. Es geht besser. Denn der soll ja auch ein bisschen nach oben aufgehen und nicht dann so mickrig sein. Und so kann das Ganze jetzt schon ab in den Ofen. So, meine Lieben, wir sind auch schon wieder fertig. Und zwar, was ich dazu noch sagen wollte, ist, also erstmal war es 1 Stunde und 15 Minuten im Ofen. Allerdings, so nach 20 Minuten habe ich mal reingeguckt und da wurde das oben schon farbig, also hat es Farbe angenommen, dass ich dann schon nach 20 Minuten das abgedeckt habe. Und wenn ihr so nach einer Dreiviertelstunde oder so reinguckt, dann fühlt sich das, also wenn ihr so diese Kastenform so bewegt, noch ziemlich flüssig an, also zumindest war es jetzt bei meinem Herz so. Da denkt man erst so, wird es überhaupt was ohne Mehl? Aber wenn ihr dem Ganzen Zeit gebt, dann, ihr seht es ja, dann ist es also was geworden. Und das wollte ich eigentlich nur sagen und jetzt zeige ich es euch nochmal vom Nahen. Also es ist auch sehr flüssig, also nicht flüssig, sehr feucht, also saftig. Flüssig, das hört sich an, als ob es nichts ist. So, nur man kann es halt schön leicht auseinanderbrechen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen, außer macht's nach, lasst es euch schmecken und ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss!